Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Classic Review von den Wrestling Reviewern. Hier bin wieder ich, euer Otis, und Paddy ist dabei, wie immer. Tagchen. Standard, würde ich sagen, wa? Bei den Classics schon, ja. Tja, was haben wir uns vorgenommen? Was haben wir uns angeguckt? SummerSlam 2005 vom 21. August 2005 aus Washington, D.C. Der Mann ist informiert, meine lieben Zuschauer. Der Mann ist informiert. Ja, wer waren denn die Kommentatoren? Das war sie nicht, machen einen Spaß. Ja, also die Standard-Kommentatoren der Zeit: Lawler, Ross, Cole, Taz, der Coachman und noch zwei Spanier. Ja, die sogar auf dieser Seite, auf der ich mich gerade befinde, noch nicht einmal angezeigt werden. Aber gut, du hast es so gesagt, die Spanier haben einfach nur gebetet, bitte heute nicht, bitte heute nicht. Lass die Kommentatoren nicht Tisch mal. Mann, was ist los? Meine Sprache geht flöten, es ist schon zu spät. Ja, wir sollten vielleicht auch auf den Event eingehen, nicht auf die Kommentatoren. Ja, also wir beginnen mit einem United States. Begonnen hat's mit Was der denn? Nationalhymne. Willst du, ach, das wolltest du auch noch erwähnen. Entschuldige. Warum auch Gut, immer hier? dann fang du doch an. Nö, du fängst an. Also, Ich wollte dich nur zum Konzept bringen. Lillian Garcia, die zu dem Zeitpunkt noch tätig war als Ringsprecherin, hat erstmal aus einem, ich weiß nicht, ob es ein besonderer Anlass war oder einfach nur, weil sie in Washington DC waren, wunderschön die, wie ich finde, schönste Form der USA-Nationalhymne zu Besten gegeben. Und ja, anschließend, nachdem ich schon wieder Pipi in den Augen hatte und die Gänsehaut langsam verblasste, kam das erste Match, und zwar United States Titelmatch. Orlando Jordan, der aktuelle Titelträger, gegen Chris Benoit. Und was haben wir da gesehen? Also wir haben gesehen, dass Orlando Jordan genauso viele Reaktionen zieht wie ein Stein. Ein Stein hätte ich mehr bejubelt. Naja, wie dem auch sei, ja, The Rock, der Stein, der Face. Ja, Naja, jetzt ist gut, du machst es nicht besser. Ja, das Match ging erstaunlich lange. Nach 26 Sekunden und einem Crippler Crossface war der Titelwechsel und Chris Benoit war Champion. zu dem Match brauchen wir, glaube ich, nicht mehr sagen. Ne, das war wirklich einfach nur so ein Wow-Effekt. Mehr sollte es nicht sein. Kann man so gesehen gar nicht als Match wirklich werten. Also man kann dem Match nicht vorwerfen, dass es langatmig war. Und es ist, glaube ich, das erste Pay-per-View-Match, was sie live bei SmackDown nochmal gezeigt haben, in voller Länge. Ja, das kommt hin. Aber jetzt wollen wir Gas geben. Was kam denn danach? Ja, danach hatten wir so ein Backstage-Segment und darauf kannst du dann jetzt wieder eingehen, mein lieber Paddy. Ja, nachdem Benoit den Titel gewonnen hat, sahen wir Eddie Guerrero. Da war ja noch die Fehde mit dem lieben Dominik, dem Sohn von Ray. Und der ganze Sorgerechtsmist. Und dann sieht man Vicky und die beiden diskutieren halt darüber, dass Eddie nicht mehr der ist, den sie geheiratet hat. Aber Eddie, der ist nur darauf versessen, Ray zu besiegen, meint auch, dass Vicky meint, dass er Ray nicht schlagen könne. Und ja, darum geht's eigentlich. Und dann gehen wir eigentlich auch schon zum nächsten Match, würde ich sagen. Ja, im Großen und Ganzen ja. Und zwar kam jetzt noch nicht der Sorgerechtsstreit, sondern ein ganz anderer Streit. Und zwar der Streit um eine Frau. Es war Zeit Matt Hardy oder durchtrainiert Hardy Fit gegen Hardy. Fit Hardy, sowas, Fit Hardy gegen Edge in dem zweiten Match des Abends. Man könnte jetzt sagen, ja, jetzt kommt dann auch der Opener nach dem letzten Match, aber auch das wäre ein bisschen sehr weit hergegriffen. Naja, das Match ging länger als eine Minute. Also, es ging damit los, dass das Match nicht losging. Die beiden prügelten sich schon vorher. Dann waren sie beide wieder im Ring, prügeln sich, prügeln sich, prügeln sich. Es gibt einen, ich sage jetzt mal, Spear nach draußen. Ja. Dann bekommt Hardy allerdings Aua Aua, indem er in der Ecke mit dem Kopf gegen den, na, Ringpfosten Ringpfosten. fällt. Ist er mal eine halbe Minute flach, als man ihn wieder sieht, blutet er wie ein Schwein. Edge kloppt auf ihn ein und der Ref beendet das Match. Yep.
Hardy lag auf dem Boden im Ring, die Suppe lief ihm wirklich so richtig schön aus der Stirn raus, tropfte den ganzen schönen, jetzt hätte ich schon fast gesagt, Laminat voll, die ganze schöne, ich sag mal, Beringung. Und ja, Edge hörte natürlich nicht auf ihn einzutreten. Immer wieder, wenn Hardy ein bisschen aufstehen wollte, hat er wieder einen Tritt gegen den Kopf bekommen. Ja, Sieger Edge. Das Match musste, sag mal, ja, abgebrochen im Endeffekt Naja, werden. musste nicht, der Ref hat es einfach abgebrochen. Die Fans waren natürlich sehr glücklich. Man hat sehr schöne Buhrufe gehört. Man hat lautes Publikum während des Matches gehört, was wir nicht gesagt haben, für beide Ja. Protagonisten und ja. Naja, eigentlich größtenteils Matt. Ich glaube, da kam auch wieder die You Screwed Matt-Rufe. Ja, aber Reaktionen sind, negative Reaktionen sind auch Reaktionen. Ja, gut. Auf jeden Fall im Großen und Ganzen kann man dazu sagen, Ric Flair hat, glaube ich, zu seiner besten Zeit 8-mal so viel geblutet und noch nie wurde ein Match abgebrochen. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass jemals ein Match abgebrochen wurde. Das passiert nicht oft. Beziehungsweise Ringrichterentscheid. Passiert nicht so oft. Ich glaube, erst gestern gab passiert es beim WXW-Event. Aber das Gut. in der Turbinenhalle in Oberhausen. Auf jeden Fall wurde dann im Endeffekt Hardy rausgeschleppt von zwei Ringrichtern. Am 4.6. bei der WXW in der Turbinenhalle. Absolut Andy gegen Emil Sitochi durch Ringrichterentscheid. Ich wusste es doch. Aha. Ich bin Naja. informiert heute. Wir kamen jetzt zum Costaddy of Dominic Ladder Match. Was ging es in dem Match? Haben wir ja eh noch nicht gesagt. Man kann natürlich jetzt auch ein bisschen genauer eingehen, und zwar Rey Mysterio, der vermeintliche Vater von Dominik, war es dann letztendlich doch nicht, und zwar nach einer sehr, sehr, sehr langen Niederlagenserie von Guerrero, ja, hat er mal mehr oder weniger so rausposaunt, hey, weißt du was, hier Rey ist ganz schön Vater, das bin ich. Leider, der hat diese Geschichte erzählt, dass Ray, bei Ray nur heiße Luft rauskam und dann, dass eigentlich Dominik sein Sohn wäre und der hat die damals geschenkt, weil es wäre unehelich gewesen, also nicht mit Vicky und bla bla bla. Und jetzt, da tierisch angepisst auf Ray war, wollte er natürlich den Dominik wieder zu sich holen. Ja, jetzt auf einmal, nach 14 Jahren. Ja, Oder und mit 8 natürlich Jahren, 8 Jahren Blödsinn. niemand. Heute ist er 14, der Junge. Niemand war natürlich damit einverstanden, auch nicht Vicky. Und ja, da muss man zu sagen, da haben sie Dominik natürlich auch schön noch ein bisschen blond gefärbt, damit Eddie ein bisschen ähnlicher sieht. Der hat ja auch dieses blond gefärbte, obwohl man dieses Pfannkuchengesicht der Mysterio-Familie echt nicht irgendwie retuschieren konnte. Gut. Gehen wir aufs Schwach. Match an. Ja, okay. Machen wir das. Ja. Was will man da jetzt größtenteils natürlich sagen? Es Es war kam jetzt, ein sagen wir langer mal Match. so, es war, glaube ich, viermal so lang wie die beiden Matches davor. Es kommt ungefähr hin. Knapp 20 Minuten war das Ding. Wenn nicht sogar länger. Ja, 2019, Spuck-Cage-Match aus. Ja, wir hatten natürlich sehr schöne und viele Manöver, Aber aber leider auch genauso viele Botches. oh ja. Angefangen hat es, dass sich die beiden um eine Leiter streiten und Ray fällt dann einfach hin, als hätte er die Leiter in die Rippen bekommen oder sonst was. Dabei hat er das bei weitem nicht. Dann eine Sunset Flip Powerbomb ging komplett in die Hose. Eine ähnliche Aktion ging auch fast in die Hose. Und der Botch des Matches, zu dem kommen wir dann ja noch. Ja, Also wieder mit die Sorgerechtsunterlagen waren im Koffer und den muss man einfach ab. Eh schon wissen. die, sag ich mal, Eckpfeiler des Matches bestanden wirklich daraus, dass es, also es ging wirklich, es war ein Hin- und Herspiel mit der Leiter, sehr ausgeglichen, weil man immer das Gefühl hatte, dass Eddie mehr oder weniger die Oberhand hatte. Dann ja, hat dann wollte dann Dominik rein, die Leiter umwerfen, Hat während sie auch Ray schön gerüttelt? hat sie auch schön gerüttelt, Nur es sah. da hat sich sonst nichts gerüttelt. Nee. Und Eddie war sehr abgelenkt, dadurch hätte er runterfallen können, so stark hat die Leiter gewackelt. Hätte auch beinahe Hand an den kleinen Dominik gelegt, aber zum Glück gibt es ja noch den Rey Mysterio. Ja, der hat den super Mysterio-Modus mal ausgepackt.
hat sich den Arm gegriffen von Guerrero, den ein bisschen vermöbelt, und ich glaube auch danach kam diese sehr innovative 619. Die wahrscheinlich innovativste. Die wahrscheinlich innovativste, abgesehen von der an diesem, an dieser Ringseite. Und zwar hat er so eingeklemmt, dass Eddie mit der Leiter am Seil hing, gerade aufstehen wollte und dann die Beine schön gegen die Leiter. Das tat auch den Kniescheiben von Mysterio natürlich sehr gut. Ich glaube, das hat ihm wirklich wehgetan. Also, ich meine, das kann man ja nicht wirklich kontrollieren. Er nimmt da ja einmal komplett Schwung und Hoffe, dass es schon gut ist er geht. drin. Hofft, dass es gut geht, ja. Wie sagst du immer, Berufsrisiko? Ja, das ist Berufsrisiko. Naja, im Großen und Ganzen irgendwann im Match. Sollte das Match dann auch enden? Indem Ray bei der Leiter mit dem Kopf was eingeklemmt wurde. Eddie ganz cool geht langsam nach oben. Ist schon ganz oben. Ray schafft nichts. Und dann lässt sich Eddie bedächtig lange Zeit. Er rüttelt auch an diesem Karabinerhaken rum, an dem dieser Koffer war. Er hatte noch nicht mal wirklich die Hand an dieser Öffnung davon. Also er hat da wirklich dann rumgeratschelt, so nach dem Motto, ah, da tut sich ja nichts und so. Und ja, Da nachdem da. merkte man, oh, da wird gerade improvisiert. Also dann schafft sich Ray zu befreien und befördert dann Eddie sehr schmerzvoll zu Boden. Und Eddie war nicht glücklich. Man konnte wirklich schön hören, wie er herumgeflucht hat. Ja, unter Der anderem sagte er, wo zur Hölle ist Vicky, auf Deutsch übersetzt. Und er hat sehr lange mit Charles Robinson, ich habe den Namen auf die Reihe bekommen, mit Charles Robinson sehr lange diskutiert noch, also auch anfangs lauthals gebrüllt, wo zur Hölle ist Vicky. Das haben sie auf der DVD ein bisschen abgestummt. Aber bei der Live-Übertragung konnte man es noch sehr gut hören. Und bei Botchamania. Ja, bei Botchamania auch zu sehen. Und ja, da sollte das Match so gesehen schon enden. Mit einer Statt. einlaufenden Wiki kam nicht. Ja. Eddie war angepissen, jetzt wurde weiter improvisiert. Der Aber Rest amigos. genau, nicht so wie man es normal macht, einfach jetzt nochmal das Finish zeigen. So dass es eindeutig wird, dass da was nicht schief, dass da etwas schief läuft. Nein, es wurde improvisiert mit den Tres Ich meine, man muss dazu natürlich sagen, diese zwei Leute haben auch die dementsprechende Erfahrung. Amigos. Gut, das denkt man von manchen auch, dass da wirklich Eddie gesagt hat, scheiß drauf, wir zeigen jetzt noch eine Aktion. Machen wir es 2 Minuten länger. Tres Amigos gemacht, der dritte ging schön auf die Leiter, also der arme Ray hatte eigentlich einen Feierabend. Musste dann doch noch was einstecken, dann wollte er wieder auf die Leiter und dann Kam Vicky. kam Vicky. Später doch. Dann gab es die Diskussion. Tu es nicht, Eddie, das kannst du nicht tun. Eddie wollte natürlich nicht hören und da musste er leider, leider, leider Runtergestoßen dafür werden. bezahlen. Ja, Genau. er wurde runtergestoßen von der eigenen Ehefrau. Ja.